Habe mir. Ich rufe mal Paschasa. Stoppe ich sie vor. Ich möchte mit dem Moluren in dich angreifen. Und zwar zweimal Abelmir. Möchte Zunahme vorziehen. Welcher ist denn das? Ja, das ich ist denke, der, ich der ihm zugedreht ist. Der zieht vor. Und die anderen, die vor mir stehen, die ignorieren Abelmir, oder? Die, ja, also er ist ausgebrochen, die anderen wollen dich weiter auflaufen lassen. Oder Boltax. Der Molur kann nur eine Attacke vor ihm durchbringen, empfehle ich ihn für die zweite. Okay, ja, also ich denke, dann lasse ich den gewähren, weil da komme ich nicht gut ran. Also. Ja, Abelmir ist auch selber schuld, er springt hinter die Formation und wird sich jetzt mit den vergifteten Speeren aufhalten. Er hat ja nur einen Gegner. Richtig. Kann kämpfen. So, Abelmir, ich ziehe vor. Und zwar eine minus 3 in deine Seite mit einem Moluren. Ich mache einen gezielten Stich. Joris, dein Rüstschutz? Kommt die Region an. Gesamtrüstung. 3. Dann ist es erschwert um 6 Punkte. Aus der Seite könntest du sogar noch parieren, erschwert, aber ich gebe mir mal eine Finte. Finte 2, gezielter Stich. Gesamterschwernis 5 Punkte, wenn ich mich nicht täusche. Reicht, passt. 11, damit ist auch zusätzlich die Wundschwelle um 2 gesenkt. Darf ich wie parieren? Du darfst parieren. Mit einer Finte 2 und einem Angriff in die Seite, also nochmal eine 3. Also plus 5. Ja. Ist aber machbar. Auch für Abelmir? Gerade für Abelmir, da kämpfen wir gelernt. Guck dir das an. Ich pariert besser als ich. Okay. Jetzt damit hast du eine Aktion Parade aufgewandt. Du hast nur noch eine. So, jetzt kannst du machen. Hey, ich rufe Ball, Paschasa. Es löst meine, wie gesagt, die Armschiene links aus mit dem reversalisierten Plumbumbarum. Ja, damit also steigen deine Werte um. Attacke 10 und Ini plus 10 für 5 Kampf. Ekelhaft, das ist viel. Moment, 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 Moment. Hast du den noch? Den hast du doch im Lager schon ausgelöst. Oder hat Nein, der ist ein das ist ein Zauber, den ich aufladen, den ich speise mit meiner Astralenergie. Ein Matrixgeber. Matrixgeber, okay, cool. Das Problem ist, ich greife dich jetzt ein zweites Mal an und du kannst das nicht parieren. Gezielter Stich, Wuchtschlag 2. Also, du kannst keinen Wuchtschlag in die Zielfläche legen. Kann ich irgendwas anderes reinsetzen? Nee, ne? Nein. Du darfst einen Wuchtschlag in Todesstoß. In Todesstoß ersetzen. Aber Todesstoß kannst du jetzt nicht mehr, weil der alle Aktionen braucht. Richtig. Ist das so? Ja. Ja, und der müsste jetzt ja eigentlich umwandeln, oder nicht? Er wandelt um. Er wandelt um. Okay, dann mache ich einen gezielten Stich und Umwandlung plus 4. Ist das dein Ernst? Oh, Abelmir, du bist ein Gott! Ich habe ihn die ganzen Leitungen gerade schon rausgewürfelt. Doch einfach Spieler Ich habe ihn die ganzen Leitungen gerade schon rausgewürfelt. Oh. Mein Vertrauen ist total gerechtfertigt. Ey, ich habe vorhin schon gepatzt. Ich zieh mich mal auf die 27, oder? Ey, ich habe auch gepatzt. Ist nicht schlimm. Oh. Okay, jetzt sind aber meine 20er bitte weg. So, das war der Molurenkrieger, der vorgezogen hatte. Abelmir war auf der 17, Iseron 21. Das ist korrekt. Ich greife an mit einem Wuchtschlag 10. Ja. Der wird verrechnet mit der Meisterparade 8. Ja, ich kann zweimal parieren. Bei Formation. Okay, du kannst es probieren. Das ist getroffen. Hast du eine Finte? Nee, das ist ein Wuchtschlag. Nein, das ist ein Wuchtschlag. Erste Parade ist gelungen. Ja, hätte ich mir jetzt nochmal sparen können. Aber damit steigt der. Ich mach mal 2W6 für den Bruchfaktor. Oh, woraus ist dieser Speer? Ja. Man muss drunter würfeln. Steigt. Genau, also ich müsste jetzt sowas wie eine 2 oder eine 3 werfen, aber er steigt. Also es gibt ein tiefes Knacken, während du dein Bandschwert führst und der Speer versucht, das Bandschwert umzulenken und dann dein Bandschwert in den Boden hiebt. Du kannst eine weitere Aktion benutzen, wenn du magst. Oder willst du parieren? Ich möchte noch eine Parade machen. Mhm. Du hast 2 Gegner vor dir, ich mache aber erstmal Rafim. Ich mache eine weitere Mutprobe gegen Rafim. Ich möchte dich doch so gerne rumbringen. Ich weiß. Ich habe mir so tolle Sachen, Chorgewalt gegen Chorgewalt ausgedacht, aber... Ja, er blutet schwer und wird wieder sein Chorspieß so halten, dass er parieren kann. Er ist kein großer Gegner, er ist einfach nur ein kleiner Froschmensch, ne? So ungefähr 1,60, 1,65 groß. Ja, dann müsste er eh gegen mich ausweichen. Aber lassen wir's. Ja, du darfst, du musst. Achso, ist Iserun schon fertig? Iserun will parieren, also die Moduren sind sorry. Nach dir. Habe ich nicht mitgekriegt. Dann im guten alten Stil 6er Wuchtschlag, ne? Ja. Oh, ich bin Gott. Eine Stunde lang wird er versuchen zu parieren. Das ist die 1.
Das aber ist nicht sogar bestätigt. Doch, nicht bestätigt. Nee, ist nicht. Nein. Doch, ist. Um 11. Nee, ja, um 11. Also, er hätte die 6 würfeln müssen. Gut. Das ist die erste Parade. Nochmal ein 6er Wuchtschlag. Das ist die nächste Parade. Das ist nicht gelungen. Und dann kriegt er nochmal ein 4er Wuchtschlag. Nee, ein 2er Wuchtschlag plus die 4er Umwandlung natürlich. Was ist denn Patzer? Und einmal kriegt er 24 ins Gesicht und einmal 18. Gibt ja auch Zonen. Ja, Bauch. Da war ja ich etwas voreilig. Und Torso. Beschreib Szene. Ja, Raphim würde laut nach dem gnadenlosen Brüllen donnernder Himmelssohn. Lass mich über das Schlachtfeld schreiten. Lass sie sehen, was ich sah. Lass sie spüren, was passiert, wenn man angreift, was mein ist. Lass sie sterben. Und würde dann immer weiter auf den Krakonier zu marschieren. Über Raphim zucken schwarze und rote Blitze. Und er wird immer größer und größer. Der Krakonier weicht immer einen Schritt nach dem anderen zurück. Und Raphim dreschte auf ihn ein, bis er endgültig zu Boden geht. Wieder und wieder und wieder. Mit dem letzten Spritzen des Kopfes platzt er auseinander und du siehst, wie der ehemalige Bruder im Geiste, wohl aber angeworben vom falschen Gold, vor dir in einer grünen, schwarzen Wolke liegt, die auf den Boden ausbreitet und in Richtung des verseuchten Effert-Tempels fließt. Du siehst, wie Leertmund Freisop in der Ecke kauert und dir zujubelt, seinen Streitkolben noch ein bisschen in die Luft gesteckt. Die Moluren stechen zu. Drei Leute auf Isarun und eins, zwei, viermal auf Zulamin. Ich fange erstmal mit Zulamin an. Ich möchte gerne zuerst noch. Warte mal, ist das clever? Nee, warte. Ich möchte zweimal parieren und zweimal angreifen bei dir. Okay, also ich kriege zwei Angriffe, ja? Du bekommst zwei Angriffe, ja. Gut, dann mache ich davor noch meinen eigenen Angriff mit Finte 6 auf den Angeschlagenen. Der würde klappen. Aber da sind viele Leute, die parieren können, oder? Krakonia ist tot, Moluren. Wahrscheinlichkeit, dass der pariert wird, liegt bei 72%. Ja. Die ist gelungen. Dann möchtest du den Rest parieren, ja? Dann habe ich noch für dich einen Angriff. Nee, gar nicht. Zwei Stück habe ich noch. Mhm. Eins, zwei. Würden beide treffen. Gut, dann mache ich zwei Paraden. Die ist gelungen. Ja. Und die sind auch erleichtert um 1. Schauen wir mal, ob ich es bei der zweiten brauche. Auch mit Kampf- und Gegenüberzahl? Da kommen Erschwernisse rein, oder? Ja. Wie hoch ist die? 1. Weil ein Gegner mehr drin ist. Gut, dann hebt es sich einfach auf. Genau. Pariert. Gut, dann mache ich weiter mit Isarun. Ich habe einmal pariert, ich werde zweimal angreifen und die Umwandlung lasse ich einfach mal sein. Zwei Angriffe mit dem Speer auf Isarun. Die sind beide gelungen, ne? Na beide gut. Gelungen. Ich mache in einen eine Meisterparade plus 4 rein. Oh. Dann habe ich Abelir schon versucht anzugreifen. Der Monur ist also auch schon fertig. Der hat er ja weggepatzt. Dann bekommst du noch einmal die 8 DP, ne? Den zweiten Speer. Dann Zeit für den Giftschaden. Und zwar der erste Würfel ist für Yalan. Wir bekommen beide einen SP durch den Gift, durch das Gift auf den Speerspitzen. Dann sind meine Moluren auf der 22 fertig. 24 ist tot, ziehe ich runter. 27 Abelmir, du hast auch schon deine Aktion benutzt. Zulamin, kannst du noch? Nee, du bist auch durch. Nächste Kampfrunde. 11, Jala. Stopp ich sie vor. Zumindest mit dem Oberst. Ja, genau, mein Dings hat sich angepasst, weil ich... umgefallen. Nee, ja, der ist allerdings zwischen mir und dem Oberst ist, nehme ich an. Mira, meinst du? Ja, ich meine, er wird sie nicht ignorieren. Es ist ein wütender Bär. Nee. Mira hat auch jetzt absolut keine Kontrolle mehr. Ich weiß auch nicht, was sie tut. Es ist... Tja, dann
Raphims Kriegsbär, keine Ahnung. Wie viele Lebenspunkte hast du noch? 31. 31, dann kann ich aber nochmal. Dann gebe ich dir eine Hellebarde und Mira die Schere. Ja, ist eine Stangenwaffe. Ich glaube, das ist das Sinnvollste. Ich habe meine Waffe verloren. Entsprechend werde ich jetzt versuchen auszuweichen. Am Boden liegend, im Dreierschwert. Hellebarde, Schere. Der Angriff gegen dich ist gelungen und der Scherenangriff gegen Mira ist auch gelungen. Mira kann ausweichen oder irgendwas anderes tun. Mein freies Ausweichen ist nicht gelungen. Fim, du kannst mal deinen Bären ausweichen. Ja, im Prinzip ist Mira eine chorgefälliger Bär und macht das wie die Dämonen. Wir kennen nur Angriff. Ja. Ich bekomme 13 in den Torso. Da habe ich 6 Punkte Rüstung, also noch 5. Autsch. Also gibt Mira Schaden. Mira bekommt 10. Rüstung hat sie nicht, ne? 8. Doch, Endurium-Rüstung. Ja, das ist ja, von Endurium. Thorn Eisinger, die Rüstung, die ihr aufgebrochen hattet von dem Wertlinger. Hey, 11 ist durch. Jalan, 15 Boltax. Erste Aktion, die Dunkelheit. Genau. Mein Zauber geht durch. Moment, ich hab da? Doch. Ey, ich hab noch eine Aktion. Okay, dann. Ich hab sogar noch 2 Aktionen, ich bin frei ausgewichen. Okay. Entschuldigung. Ich muss mich nur zum Angreifen positionieren, richtig? Andere Dinge kann ich ohne Aktionposition tun, nach dem freien Ausweichen. Was willst du tun? Erstmal frenetisch nach meinem Schwert, also nach Isarons Schwert greifen. Ja, kannst du machen. Und irgendwie rumherum tasten und wer es mir wieder aneignen. Nein. Okay, dann also, greifst du in eine Aktion. Richtig, eine Aktion und dann, versuche ich währenddessen vermutlich noch aufzustehen. Ja, passt. Wäre dann eine GE-Probe. Ja. Mal das Aufstehen. Na komm. Das Schwert in Behinderung, die 0 ist. Ist gelingt. Ja. Ich bin nicht ganz sicher, was passiert. Irgendwo zwischen Bea, Omeria und Jalan, der dazwischen herumkriecht, hat es geschafft, sich aufzuringen. Voltax, wie groß ist die Dunkelheit? Die sind insgesamt 4 Schritt Radius. 4 Schritt Radius? Genau. Also irgendwie sowas, ne? Jupp. Das heißt, du bist für Fernkampfangriffe nicht mehr zu treffen, beziehungsweise mit der Plus 8 oder sowas. Ja, ja. Aktuell ist aber Zyklopenbeschuss eingestellt und die Moloren, sie könnten die Speere werfen. Aber machen sie noch nicht. Mhm. Was ist deine nächste Aktion? Ich würde jetzt mich in der Dunkelheit mal ein Stückchen weiter nach vorne bewegen, an den Rand der Dunkelheit. Ja. Jetzt müsste ich ungefähr auf 7 Schritt zu einem der Muluren stehen, oder? Bestimmt. Okay, dann würde ich damit beginnen, einen Zwingtanz zu wirken. Mhm. Wie lange dauert das? 3 Aktionen. Mhm, dann sehen wir uns in der nächsten Kampfrunde wieder. Genau, ich würde ihn gerne erzwingen 1. Also okay, das heißt, du würdest die Magieresistenz der Muluren umgehen. Genau, also ich schläge einen ASP mehr rein und senke die um 1. Gut, der Zgulschre Oberste Homeria ist fertig. Isarun 21. Ich mache auf den linken eine Finte 6. Finte 6 möchte ich natürlich parieren. Finte ist gelungen. Speer, erste Aktion, ist gelungen. Möchtest du weiter angreifen oder möchtest du parieren? Ich möchte parieren. Dann Isarun ist fertig. Raphim, du willst wahrscheinlich laufen, ja? Ja, und bei jedem Schritt von Raphim donnert die Erde und sein Schritt klingt, als würden tausende Soldatenstiefel jetzt in die Richtung der Brücke laufen. Ja, dann bist du auf alle Fälle beschäftigt. Ich würfel einfach mal das sind halt viele hundert. Es sind halt viele Meter. Ich werde mal in 2 Kampfrunden werde ich eine Mutprobe für die Muluren würfeln. Ansonsten dauert das einfach. Dann sind die Muluren dran. Ich fange mit Zudamin an. 2 Angriffe, die auf Zudamin kommen. Oder mache ich das anders? Jetzt sehen die Boltax, ne? Nee, die sehen mich nicht. Die sehen dich nicht, du bist am Rand, ja. Du kannst zaubern, aber die sehen dich nicht. Aber sie sehen die Dunkelheit. Ich würfel meine Klugheit der Muluren. Ich setze die Klugheit mal auf 11. Okay, sie werfen ihre Speere nicht. Dann, ich fange an mit 2 Angriffen auf Zulamin. Wird pariert. Hoffentlich. Treffen beide? Treffen beide. Dann schauen wir mal. Gerade. Lung. Ja, Überzahl passt trotzdem. Dann hast du noch eine Aktion. Mhm. Dann mache ich weiter mit Isarun. Auch 2 Angriffe. Ja, Meisterparade 4, wie gehabt. Speere 1, 2. Beide würden treffen. Ja, einer ist pariert.
Der erste wäre ein 8, den hast du pariert. Der zweite sind 6, den hast du, die kommen durch. Beziehungsweise Armatrutz wahrscheinlich. Kommen nicht durch, also werden komplett aufgefangen. Wie viele Lebenspunkte hast du noch? 17. Okay. Dann, ich habe noch einen für Abel mir. Den muss ich jetzt machen. Vorziehen. Du kannst vorziehen, ja. Er möchte dich angreifen. Einmal angreifen und einmal parieren. Gut, ich würde vorziehen. Wie gesagt, Finte 6, Wuchtschlag 7. Was machst du denn hier? Ja, kann ich. Ja, kann aber... Ja, ich kann auch vorziehen. Ich bin ja, noch vor ihm, oder? Ja, klar, hau rein. Ah, verdammt! Wie viel ist dein nächster? Warum hast du nicht dem Typen in den Rücken gehauen? Ja, wie sind jetzt deine nächste Aktion erschwert? Plus 13. Plus 13? Dann greife ich dich jetzt volles Fund an. Ich werde mir mal keine. Doch, gezielter Stich habe ich eben auch schon gemacht, jetzt mache ich nochmal einen gezielten Stich. An der Rüstung vorbei. 13 kann noch plus die 5 von vorhin, oder was? Die sind in der Seite, glaube ich, irgendwie. Mittlerweile hast du dich auf ihn zubewegt, vermute ich, ne? Vermute ich, ja. Also plus 13 nur, jetzt plus 13. Okay. Und Überzahl gibt's nicht, weil die kämpft 1 gegen 1. Ja, das hast du voll verdient. An der Rüstung vorbei sind 8 SP, es sei denn, du hast einen Armatrutz, hast du nicht. Nein. Armatrutz geht der Stich auch durch. Was ist das denn für ein Quark? Ja. Das habe ich ja noch nie gehört. Du kannst durch einen Armatrus natürliche Rüstung erzeugt, das steht so im LC drin, und du natürliche Rüstung vorbeistechen kannst, geht das. Aber nicht mit dem Todesstoß. Ja, den habe ich ja nicht. Nur im gezielten Stich. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Nein. Ich schreib die Regeln nicht. Können wir danach diskutieren. Abelmir bekommt 8 SP und Wundschwelle minus 2. Dementsprechend wird es höchstwahrscheinlich eine Wunde sein, oder? Ich habe eine Wundschwelle von 9, also von 7. Dann bekommst du eine Wunde im dicken Bein. Kannst du mal eine Selbstverteidigungsprobe würfeln? Ja. Ist wahrscheinlich nicht ganz so kritisch, aber geht mir ums Prinzip. Sag das nicht. Um 1 erschwert, ja, wa? Ja. Um 1 erschwert. Denk dran, einen gezielten Stich, ne? Kriegst 2 Wunden. Ja. Stimmt, wenn ich eine Wunde mache, bekommst du eine zweite. Und damit mir legst du auf die Bretter. Ja. Dann krieg ich zumindest einen Schicksalspunkt dieses Mal. Der Mulure ist fertig. Die 24 ist tot. Achso, warte mal, den Schaden habe ich euch diese Runde schon gegeben. Ihr kriegt nächste Runde kriegt ihr Giftschaden. 27 Abel mir ist raus. 30 Tsunami. Du hast noch einen Angriff. Also eine Waffenaktion. Ich hab dich angegriffen, ne? Ja, zweimal. Das heißt, ich habe noch eine Hast Aktion. Du vorgezogen? Nein, hat sie nicht. Hast nicht Nein, vorgezogen? Ich hab bisher nur pariert, weil irgendwie durch die Formation ist kein Durchkommen. Also ich mach mal eine Finte 4. Also an sich kommt man da sicherlich gut durch, nur so wie ihr aktuell gekämpft habt. Tut mir leid, dass ich gerade hier hinten ein bisschen Ablenkung schieben muss. Ja, du hast auf alle Fälle den Humere hier rausgenommen, aber er nimmt dich jetzt auch gleich raus. Und den Zeliten. Rafim regelt das gleich. Ich glaube auch. Rafim wird das alleine machen. Wenn Rafim jetzt gleich allein räumt, der macht die halt wirklich alle. Das ist gelungen, ich kann das parieren. Moment, Molure, Speer. Was ist der erste? Der ist nicht gelungen. Der zweite auch nicht gelungen. Kannst Schaden machen. Das ist die 10. Der hat schon Schaden bekommen. Dann würde er wahrscheinlich jetzt auch tot sein. Auch mal Schaden? Das ist nur eine Finte, ne? Kein Wuchtschlag. Ja, leider. 9. 9 mit dem Rüstungsschutz von 3 sind 6. Zumindest Schaden. Okay, Zunamin ist fertig. Nächste Kampfrunde, 11. Jalan. Stopp, ich zieh vor. Ja, das dachte ich mir. Ich fange mit Zgulschra an. Und wieder einmal Mira und dich. Das hat eben ganz gut funktioniert. Hellebarde. Also, hätte Mira ihn nicht letzte Runde angreifen müssen, da Rafim ja gesetzt hat, dass er ihn nicht ausweicht. Richtig, ja, Rafim kann nochmal Schaden machen. Und mach vor allem Schaden. Mach Schaden, es geht um den Schaden. Ja, ich meine, Angriffswerte von Tieren sind, reden wir nicht drüber. Ja. Okay, ich kann ihm mal Schaden geben, aber es ist halt auch nicht die Welt. 9 und 12. Ja, aber notiere ich. Er hat nämlich einen Rüstungsschutz von 6, also vor allem jetzt auch natürliche Rüstung. 3 und 6 sind notiert. Aber Endurium-Gebiss. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Ich würde die Wundschwelle um 2 senken mit dem Endurium-Gebiss. Ja. Du mich auch.
Das einzige Mal, dass das nützlich wird. Nie wieder. Ja. Ey, muss ja besser öfter haben benutzen. Und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. So, jetzt wird es Zeit, dass Boltax endlich nützlich wird. Elf, stopp, ich zieh vor. Moment, werde ich nicht erst angegriffen? Ja, genau. Ich hatte, glaube ich, schon gewürfelt, ne? Oh ja, ich sehe es. Ich werde, da ich bewaffnet bin, dies natürlich parieren. Ja, Schere kannst du auch gleich Schaden mitgeben, weil Mira kriegt's ja. 2W6 und 2W6 sind einmal, aua, 18, ja, dann bist du tot? Nein, das sind allerdings 12 Schaden und damit eine Wunde. Warte kurz, ich bin dann von 26 minus 12, 14. 14. Und dann 12, meine Wundschwelle ist 9 und seine Selbstbeherrschung gegen die 3. Schauen wir uns das mal an. Zusätzlich eine Wunde im Bauch. Ach, mich legt's um. Ja, Wunde im Bauch. Ja, 6, alle 6 Schaden, 2. Zumindest verblutest du noch nicht. Und Mira frisst 7. Kriegt also keinen Schaden. Oh, und ich bin kann was? Ich eine Intelligenzprobe auf Mira würfeln, ob sie checkt, dass er umgefallen ist und sich über ihn stellt, damit er nicht mehr angegriffen Intelligenzprobe. Wird? Intelligenzprobe. Was ist die Intelligenz von Mira? Ich glaube, 10. Es ist angebracht, eine Loyalitätsprobe gegenüber Jalan zu machen. Mach mal, ist auch eine 10. Ist auch ist wurscht. Mach mal einen W20. Ja, Mira! Bei mir liegt nur 13, aber okay. 4 in der Chatbox. 4 in der Chatbox zählt. Mira wird Jalan jetzt beschützen. 11 ist fertig, 11 ist raus. 15, Boltax. Ich möchte mir da mit der letzten freien Aktion, bevor ich down gehe, noch Rafim kommen hören und Chor preisen. Ja. Im du Stehen. Liegst auf dem Boden, gehst blutend zu und du versuchst deinen Kopf einfach abzulegen, um endlich Ruhe zu kriegen, aber da ist keine Ruhe. Es wird einfach nur immer lauter und der Lärm erfüllt dich. Du spürst, wie die Steine in deinem Kopf zittern und in deinen Haaren kleben bleiben und eine riesige, gewaltige Gestalt auf euch zuschreitet, aber du weißt, sie ist göttlich. Oh, sei Dank, wir sind gerettet. Okay, du darfst mir mal die Magieresistenz geben, wenn sie 14 oder mehr ist. Okay, also ich hätte 14 geknackt. Dann lese ich mal vor, was bei Zwingtanz passiert. Das Opfer verliert bei vollem Bewusstsein die Kontrolle über seinen Körper. Dieser beginnt wild zu zucken, wie wahnsinnig zu tanzen, zu springen. Nach der Wirkungsdauer hat das Opfer alle Ausdauerpunkte bis auf 5 verloren und ZFP-Sternpunkte Erschöpfung erlitten. Ich weiß nicht, wie viel Magieresistenz die haben. Er ist noch raus aus dem Kampf, passt. Ich werde, also da er effektiv auch nicht mehr Informationen kämpft, werde ich ihn einfach mal rausnehmen. Er ist nicht tot, aber er stört mir jetzt gerade auf dieser Schablone. Jo, er tanzt sich halt irgendwie über die Brücke. Damit ist Boltax, das war die erste Aktion, ne? Genau, das war die erste Aktion. Und in der zweiten Aktion würde ich mich gerne noch in der Dunkelheit hierhin bewegen. Gut. Skulschre, der Oberst der Homeria, ist fertig. Isarun 21. Ich möchte wieder den linken Moloren mit, sagen wir mal, 6 angreifen. Ich hatte gerade eben gesagt, dass Jalan nicht stirbt, ne? Aber er ist weiter vergiftet. Das ist doch schön. Ich hab noch ein paar LEP. Ja, ist okay. Teriak sei Dank. Nagas Gaben sind groß und mächtig. Ich bereine es mal nicht, natürlich. Also der Angriff würde durchgehen und die Parade wäre um 6er Schwert. Der Homeria, die Speere, das ist nicht gelungen. Der zweite ist nicht gelungen. Achso, den zweiten habe ich gar nicht angegriffen. Ich habe nur einen. Die sind nicht mehr in Formation, es sind keine 3 mehr. Doch. Ja, das ach so. Nee, der Zwingtänzer ist noch weg. Wow, das war ja richtig genial. Ja. Also es sind noch drei Leute, aber sie stehen nicht nebeneinander. Oh, wie ekelhaft ist das denn? Richtig. Wow. Ich denke schon mit. Clever. Und das sind dann 14 TP. Okay. 14 TP minus 11 ist ein Wunder. Aber dass du die Formation aufgelöst hast, das macht jetzt natürlich alles kaputt. Er bleibt stehen. Also er nimmt natürlich den Schaden, sind schmackhafte 11. Macht mir jetzt alles kaputt. Okay, Isarun. Er muss noch Selbstbeherrschung um 4 proben. Hab ich. Ist gelungen. Um 4 noch. Ja, noch eine zweite, damit er die Probe ignorieren kann. Okay, passt nicht. Dann ist sein nächster Angriff ist erschwert. Dann, möchtest du parieren? Ja. Ja, okay. Es kommen 2 Angriffe. Und zwar ist einer erschwert wie eine Wunde, die andere nicht.